Oh mein Gott, Freunde, im heutigen Video werden wir jeden Creator Code in Brawl Stars testen. Lol, der nächste ist einfach mal Noobs, WTF. Lol, und... ja! Trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, oh mein Gott, heute gibt es mal ein richtig krasses Video. Und zwar werden wir im heutigen Video jeden Creator Code in Brawl Stars testen. Es gibt unglaublich viele Creator Codes, Leute. Ich habe natürlich zum Beispiel auch einen. Und wir werden es immer so machen, dass wir mit einem Creator Code genau eine Megabox öffnen und dann mal schauen, ja, wer hat am meisten Luck in diesem Video und ja, mit welchem Creator Code habe ich jetzt zumindest ja, die besten Brawler gezogen. Wird auf jeden Fall sehr spannend. Es gibt über, glaube ich, 140 Creator Codes mittlerweile oder so, richtig viele. Ich habe hier eine ganze Liste und weiß auf jeden Fall auch noch, welche relativ neu dazugekommen sind. So, Freunde, alle 70 Stufen sind durchgejammt und was ich jetzt noch machen werde ist, ich werde tatsächlich noch die vorgegebenen Brawler vorher ziehen, damit ja danach eben die Chancen gleich für jeden Creator sind, weil sonst ja, ist ja klar, dass man am Anfang selten und super selten zieht. Ihr wisst Bescheid, let's go. Bevor es aber losgeht, Freunde, nochmal ganz, ganz wichtig. Und zwar kommen am 15.05. um 14 Uhr auf merchbase.de/dermerch unsere neuen Dernita Handyhüllen raus. Ultra geil. Ihr könnt hier unten eure eigene ID und euren eigenen Brawl Stars Namen einfach auf die Hülle schreiben. Ultra geil. Ihr könnt auch die Schriftfarbe von weiß zu schwarz ändern, je nachdem, ob ihr ein dunkles oder ein helles Handy habt. Das Ganze gibt es für unfassbar viele Handymodelle von allen Marken. Das heißt, gönnt euch unbedingt, Leute, seid aber schnell, das Ganze wird limitiert sein. Ihr seht hier das neue Design auf jeden Fall auch ultra, ultra krass. Wir machen es einfach mal einfach nur und fangen mal mit meinem Creator-Code an einfach. Mit Creator-Code Lukas natürlich auf Ehre, Leute. Gerne eingeben für den kostenlosen Support, würde mich sehr freuen. Und ich würde sagen, wir kommen zur ersten Megabox. Und wir haben 4 verbleibende in der ersten Megabox. Ripp schon mal an der Stelle an meinen Creator-Code, perfekt. Und ja, ich würde sagen, wir machen es so, dass wir erstmal so die deutschen YouTuber durchgehen, alle Leute. Als nächstes würde ich sagen, machen wir mal Pookie und schauen mal, was wir da haben. Wir haben 5 verbleibende. Oh, natürlich passenderweise schon mal den Boxer. Okay. Und 3, 2, 1. Nochmal, okay, der Kollege Kevin. Aber witzig, ne? Direkt Pookie eingegeben und wir ziehen einfach mal den Boxer. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Dann machen wir als nächstes, würde ich sagen, Jonas. Genau, das ist sein Creator-Code, Leute. Und dann schauen wir mal, was wir da ziehen. 5 verbleibende, da haben wir leider nichts gezogen. Kommen wir als nächstes zu Landi. Den haben wir natürlich auch noch, den Kollegen. So, ja, mal schauen. Und wir haben 5 verbleibende bei Landi, aber auch leider nichts in dem Fall. Sehr, sehr schade. Ja, Clash Games geht ja leider, leider nicht mehr, Leute. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schade. Genau, was noch geht, ist Big Spin tatsächlich, ja. Big Spin hat natürlich auch einen Creator-Code. Ist natürlich auch ein YouTuber. Und wir haben 6 verbleibende bei ihm und es ist aber ein Gadget bei ihm. Okay, das ist natürlich nicht so nice. Und ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit dem internationalen und zwar Zomark ist tatsächlich ein Creator-Code. Ich habe ihn noch nie gehört, ich weiß echt nicht, wer das genau ist, aber wir gehen mal seinen Creator-Code ein. Und wir haben 6 verbleibende bei ihm und wir ziehen ein Gadget leider auch. Yo, Alter, den habe ich auch noch nie gehört. Yo, sorry, Rick. Okay, ja, das ist sein Creator-Code, Leute. Interessant auf jeden Fall, habe ich echt noch nie gesehen. Und wir haben wieder 5 verbleibende Gegenstände auch bei ihm. Wir haben ja auch echt einige Gems aufgeladen, weil wir haben echt viele Creator-Codes, Freunde. Als nächstes Whitey. Whitey kennt natürlich auch, glaube ich, einige. Ja, deswegen würde ich sagen, gehen wir mal seinen Creator-Code ein. Und wir haben 5 verbleibende Gegenstände. Wonderbread kennen auch einige. Ich kenne ihn auch noch ja, von damals, von seinen Videos. Der hat so Challenges, glaube ich, immer gemacht. Ja. Ich würde sagen, wir geben mal seinen Creator-Code ein, haben aber leider auch nichts gezogen. Sehr, sehr schade. Ja, genau, so wird er geschrieben. With Zack. Interessant auf jeden Fall auch. 6 verbleiben haben wir bei ihm. Okay, die Bohrmeisterin. Immerhin, Freunde, ne? Immerhin. Ist auf jeden Fall der nächste Creator-Code. Ich habe gar keine Ahnung, wie gesagt, wer das wieder mal ist. Aber, ja, wie gesagt, das ist ein Creator von aller Welt. Deswegen, ja, so ist das eben. 3, 2, 1. Und wir haben leider nur ein Gadget wieder mal, Leute. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Vindio, Leute. 3, 2, 1. Oh, immerhin Search auf jeden Fall. VCR. VCR, lol. Hä? Okay, der ist mittlerweile
scheinbar ungültig. RIP an ihn, es tut mir sehr leid für ihn, Alter. Trimax, er hat ja auch einen Creator-Code, stimmt, den habe ich auch eben vergessen. So, weiter geht's. Und wir haben 6 Verbleibende mit Code Trimax und wir ziehen aber ein Gadget, Freunde. So, Hunter, so, gehen wir einfach mal ein, Freunde, und haben 5 verbleibende Gegenstände auch mit ihm. Chicken, das ist auf jeden Fall nice. Ja, einfach mal Hühnchen, kann man auf jeden Fall mal eingeben. LOL, wir hatten 7 Verbleibende, nicht schlecht, nicht schlecht. Einmal ein Gadget und... okay, die Kneipenschlägerin. Ja, okay. Susi kenne ich tatsächlich auch überhaupt nicht. Ey, man lernt hier echt einiges, Leute, über neue Creator-Codes. 6 Verbleibende. Und wir haben die Biene. Okay, kann man mal machen, würde ich sagen. Ich glaube, der Creator-Code sagt mir auch was. Also irgendwie kenne ich auch diesen Namen. Und wir haben 6 Verbleibende. Und oh, Pipa. Kann man auf jeden Fall mal machen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Summit 007 ist der nächste. Auch interessanter Creator-Code. Ich kenne ihn auch nicht einfach. Ihr könnt ja echt mal schreiben, wen ihr von diesen internationalen Leuten kennt. Oder wen ihr da so schaut. Würde mich mal interessieren. Ich glaube, dieser Creator-Code ist von jemandem, der, das ist so eine Seite, glaube ich, die so Brawler, also Brawl Stars-Stats zeigt oder so. Das heißt, gar nicht wirklich ein einzelner Creator, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich dachte schon. Ja, genau. Spiuk ist auf jeden Fall der nächste, Freunde. Und 6 verbleiben dabei mit ihm. Und lol, wir haben einfach mal Sprout gezogen. Nicht schlecht. Der erste mythische auch von heute, Leute. Kann man mal machen, würde ich sagen. Auch ihn kenne ich nicht tatsächlich. Genau, hier haben wir ihn eingegeben mit einem großen A irgendwie. So, 6 verbleibende. Und der erste Brawler ist einfach mal Rico. Auch ihn kenne ich nicht. Digga, ich kenne ja gefühlt niemanden, Alter. WCF, ich dachte so, dass ich sehr viele kenne. Aber ich merke gerade, dass ich gefühlt niemanden kenne. Skullcrusher ist der nächste. Man muss aber auch dazu sagen, ich kenne halt nur die Leute, die Brawl Stars machen, so richtig. Die Leute, die andere Games, also Clash of Clans und sowas spielen, oder Clash Royale, kenne ich nicht wirklich, die meisten. So, der nächste ist Zetrox. So, wird so eingegeben, genau. Der funktioniert auch. Wir haben 5 verbleibende Gegenstände. Dann Zyrtag haben wir nochmal. Ne, Zyrtag wahrscheinlich. Ups, sorry. Wir haben ja 5 verbleibende leider. Okay, also na, bisher das Opening nicht ganz so krass, muss man sagen. Moose ist der nächste. Auch das habe ich noch nie gehört. WTF. Ist echt sehr, sehr interessant, Leute. Und wir machen weiter. Also einfach mal ein Sidekick. WTF. Ist auch ein Creator-Code. Interessant. 5 verbleibende Gegenstände, aber haben tatsächlich nichts gezogen mit Sidekick. Irgendwie schon mal gehört, auf jeden Fall. Aber ich kann das gerade nicht zuordnen, zu wem das gehört. Okay. Einfach mal so. Lol. Okay, krank. Also das hört sich auch sehr, sehr interessant an. Ich weiß leider auch nicht, wer das ist. Genau, den kenne ich. Das ist so ein türkischer Brawl Stars Creator, glaube ich. Ja, der sagt mir auf jeden Fall was. 6 verbleibende. Und wir ziehen nochmal Daryl. Okay, kann man mal machen, würde ich sagen. Wahrscheinlich spielt er eher Clash Royale von seinem Namen her, würde ich mal vermuten. Wenn das ein einzelner Creator ist. Aber leider haben wir nichts gezogen mit diesem Creator-Code. Romain.live kenne ich auch. Das ist nämlich der nächste, Code Romain. Und wir haben 6 verbleibende. Und wir ziehen Penny, kann man mal machen. Ray Brawl Stars kenne ich natürlich. Er ist ein englischer Brawl Stars Creator. Also, ich glaube, er kommt aber aus Amerika. Genau, macht auch nice Videos eigentlich, muss man sagen. So, dann haben wir als nächstes Radical Rush. Auch ihn kenne ich natürlich, Leute. So, er macht so Brawl Stars Mythen und so weiter. Geben wir mal auch Krugs ein, den Creator Code. Und wir haben 6 verbleibende. Und es ist leider wieder mal ein Gadget. Fera, okay. Interessant, habe ich auch noch nie gehört, Leute. Und wir haben 6 verbleibende und es ist wieder mal ein Gadget. Oyun Gemisi. Sorry, ich konnte es schwer aussprechen, aber der Code funktioniert tatsächlich. Aber wir haben leider nur 5 verbleibende gezogen. Keine Ahnung, auch ich kenne den Creator leider auch nicht. Und der nächste ist Owa. Das hört sich fast an wie Aua, aber ja. Aua, auch nur 5 verbleibende tatsächlich. Der nächste Code OJ. Das kennen wir natürlich, ne? Den Kollegen Orange Juice, natürlich. Grüße gehen raus an der Stelle. Ich habe auch schon mal gegen ihn gespielt auf dem Deathbild. So, Owl sagt mir auf jeden Fall auch was, ne? Owl heißt ja, glaube ich, irgendwie Eule übersetzt, oder nicht? Wenn ich jetzt nicht komplett lost bin. Leider auch nichts gezogen mit dem Creator Code, Owl. Lol, der nächste ist einfach mal Noobs, WTF. Lol! Als ob es einen Noobs-Creator-Code gibt. Lul. Okay, Leute, also wenn ihr nicht so gut in Brawl Stars seid, könnt ihr den verwenden, Kappa. Nee, Spaß. Aber Creator-Code Noobs hat mir leider auch keine
Ja, kein Inhalt gegeben. Knight ist der nächste, Leute. Und wir drücken mal auf die Box. Und ja, leider auf jeden Fall hier nichts gehabt. Ned kenne ich natürlich auch. Ist eine Frau, glaube ich, die sogar Brawl Stars Content macht, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Code Nana. Ja, tatsächlich auch Code Nana aktiv, Leute. 5 verbleibende, aber auch nur gezogen, leider. So, wir haben als nächstes MBF, Leute. Und wir haben leider aber mit Code MBF nichts gezogen. Morten kenne ich auf jeden Fall, Morten Royal. Grüße an ihn auf jeden Fall. Er macht Clash Royale Content, also wird er wahrscheinlich eher Leute haben, die in Clash Royale seinen Creator Code eingeben. Molt ist der nächste. Molt kenne ich auch. Molt war, glaube ich, sogar der Erste, der ein Brawl Stars Opening hochgeladen hat. Beziehungsweise der Erste, der damals einen legendären Brawler gezogen hat, als die Brawl Stars Beta rausgekommen ist. So, wieder geschrieben. Ja, vielleicht ist er aus Frankreich. Moncat oder so. Weiß nicht, wie man es ausspricht. Genau, aber wir haben leider nichts gezogen. Der nächste ist Light Pollux, ne? Auch diesen Namen habe ich schon mal gehört. Muss ich zugeben, habe ich schon mal gehört, aber kann ich leider auch nichts direkt mit verbinden. Genau, tatsächlich leider nicht. Genau, Code Lex natürlich, ne? Wir kennen ihn auf jeden Fall. Grüße an Lex an der Stelle. Und wir haben aber tatsächlich nur ein Gadget gezogen mit Code Lex, aber trotzdem natürlich nice. Der nächste ist nicht Code Ray, sondern Code Ray. Und der funktioniert aber nicht, hä? Okay, vielleicht hat er den geändert, weil er zu ähnlich war. Also sein Kanal heißt Legend der Ray. Oh, ah, okay, er hat den geändert tatsächlich. Das war echt sogar schlau, aber ich finde ehrlich gesagt sein Creator Code ziemlich cool, weil es hört sich fast an wie Legendary, ist aber Legendary Ray, ne? Das ist interessant. Ich wusste auch nicht, dass es diesen Creator Code gibt. Mega, mega interessant. Und der nächste, den wir testen, ist tatsächlich Lady B. Okay, dann gucken wir mal, ob der funktioniert, Lady B. So, ja, der funktioniert tatsächlich. Wahrscheinlich, ich kenne jetzt nicht Lady B, ist wahrscheinlich aber auch jemand, der dann ja als Frau wahrscheinlich Content macht. Würde ich jetzt mal schätzen, wegen Lady, ne? So, und wir machen weiter mit Klaus. Was? Als ob es Klaus gibt. Haha, Grüße an den Klaus hier an der Stelle. Sehr nice, kann man mal machen. Wir haben aber 5 verbleibende leider mit Code Klaus, ne? Trotzdem sehr nice. Junge. Und der nächste ist auf jeden Fall Kios. Genau, gehen wir auch mal ein, Freunde. Let's go. Code Kios ist natürlich eingetragen. 6 verbleibende Gadget. Digga, wir haben echt aber noch keinen legendären bisher gezogen. Wie ist unsere Chance eigentlich? Unsere Chance ist bei 0,08. Die steigt auf jeden Fall, ne? Ganz gut gerade. Kio Kio. So, ist eingegeben. Und wir haben 6 verbleibende. Oh, Colette. Okay, kann man machen. Genau. So, Kentucky Fried Chicken, man kennt ihn auf jeden Fall. Nee, aber er heißt irgendwie wirklich irgendwas mit KFC, sein YouTube-Name. Clash Yo, leider nicht Clash Games, sondern Clash Yo. Und wir haben 5 verbleibende, schade, auch mit diesem Creator-Code, also nichts gezogen. Dann Code Kairos natürlich, ne, Kairos Time kennen, glaube ich, auch alle. 6 verbleibende haben wir mit ihm und es ist aber leider nur ein Gadget. Schade, Freunde. Code June. Ne? Und wir haben mit Code June 5 verbleibende auch nur. Schade. Unglaublich viele Creator Codes. Das ist sehr, sehr, sehr krass, finde ich. Wir machen weiter 6 verbleibende. Und es ist der Rentner tatsächlich. Ne? Wir haben als nächstes nochmal JS God. Okay. Mhm. Kenne ich auch nicht. Ne? Kenne ich auch nicht tatsächlich. 5 verbleibende Gegenstände. Itsu. Okay. Kenne ich auch nicht. Ich habe den Namen zwar schon mal gehört, aber ich kenne jetzt nicht so wirklich den Creator. Hey Brother. Interessant. Habe ich auch noch nie gehört. Ist tatsächlich aber auch ein Creator-Code. Sehr, sehr krass. Und wir machen mal das Ganze auf, haben aber leider nichts gezogen, Leute. Guzo. Ja, weiß ich jetzt nicht, aus welchem Land er kommt. Grax sagt mir auf jeden Fall was. Let's go, Freunde. Digga, es gibt ja so viele Creator-Codes. Oh mein Gott, ich habe das total unterschätzt einfach mal. Gululu ist auf jeden Fall der Nächste. So. Hört sich auf jeden Fall auch witzig an. Digga, das dauert ja unfassbar lange. Also sorry, Freunde, falls es ein längeres Video wird. Und wir haben Nani gezogen. Let's go. Kann man auf jeden Fall auch mal machen. Der nächste ist Godson. Tatsächlich. Let's go. Dann gehen wir ihn mal ein und schauen wir mal, was wir ziehen. 5 verbleibende. Leider nichts mit Code Godson. Wir haben Gizmo als nächstes. Gizmo, ja, kenne ich auf jeden Fall auch. Vom Gefühl her. Ich weiß aber leider auch nicht gerade, wer das ist. Wir haben aber nach Code Gizmo nochmal GWN. So, GWN. Und da haben wir aber leider nichts gezogen. So, dann haben wir nochmal Galadon.
Digga, es gibt ja auch mit G alleine schon so viele Creator Codes, ne? Einfach nur mit dem Buchstaben G. Fünf verbleibende, aber leider auch nichts. Oh Mann, Freunde. Full Frontage, ja, den kenne ich auf jeden Fall. Dem kenne ich auf jeden Fall, den Creator. So, schauen wir mal, was wir bei ihm haben. Wir haben aber auch nur 5 verbleibende. Wir ziehen leider auch echt ziemlich wenig gerade. Flobby ist der nächste. Auch Flobby kenne ich. Grüße an ihn auf jeden Fall. Er macht halt auch Clash Royale, soweit ich weiß. Und ja, haben aber leider nichts gezogen mit seinem Creator Code. Wir haben als nächstes Ferre. So, und wir testen auch mal seinen 5 verbleibende. Ey, wir haben ja so gar keinen Luck gerade, oder? Kommt es mir nur so vor, Leute. Maxi als nächstes. So, let's go. Aber auch, leider mit seinem Code nichts gezogen, Leute. Elchiki. So, und mal schauen. 5 verbleibende leider. Nochmal Code Echo, ne? Und dann testen wir ihn einfach mal aus. Und da haben wir aber leider nichts drin gehabt, auf jeden Fall. Drag Zen. Habe ich auch noch nie gehört. Interessant auf jeden Fall. Ich denke, viele machen halt gar keinen Brawl Stars auch von diesen Leuten. Die Kau. Also wie gesagt, schreibt wirklich rein, welchen Creator ihr davon schaut oder kennt. Dann würde mich echt mal interessieren. So, let's go. Aha, Deckshop ist auf jeden Fall eingegeben. Und haben wir aber leider nichts drin gehabt. Okay. So. Oh, nicht Davis, sondern David K. Let's go. Auch hier öffnen wir eine Megabox. Und haben leider nichts gezogen. Barbar. Okay. Nice, haben wir auf jeden Fall, aber auch nichts, hä? Mit dem Code Cosmic, machen wir einfach mal, würde ich sagen, die Gratis-Megabox auf. So, und zwar diese hier. Let's go, 5 verbleibende, aber auch nur. Schade, dass die Gratis-Megabox nicht gegönnt. Den Code Korrupt, okay, lol. Korrupt ist natürlich, im Deutschen eine eher negative Sache, aber wahrscheinlich, ist das nicht gemeint. So, und ich würde sagen, wir machen nochmal Code Consti. Ah, let's go. Und wir haben leider aber nur 5 verbleibende Gegenstände. Oh Mann, oh Mann. Colton W83 haben wir nochmal. Colton W83. Okay, habe ich auch noch nie gehört. Ich denke, ich würde jetzt mal vermuten, er macht auch keinen Brawl Stars. So, dann haben wir noch Coach Corey. Natürlich kennen wir ihn von den Brawl Stars Memes-Episoden, ne? Grüße an Coach Corey an der Stelle. 6 verbleibende. Und es ist aber Frank. Okay, kann man mal machen. Der 5. epische, Leute. Immerhin haben wir endlich mal wieder einen neuen Brawler gezogen. Vielleicht sieht es mit Coach Shane auch gut aus. Mal schauen. Aber nee, leider tatsächlich nicht. Und ja, wir machen auf jeden Fall weiter. Nach Coach Shane kommt Code Avi. Habe ich auch noch nie gehört. 5 verbleibende Gegenstände. Leider in diesem Fall, Leute. Okay. Oh Mann. Wir machen weiter mit Code Ada. Oh je. Also ich hoffe wirklich, dass wir so langsam noch was ziehen werden. Eieiei. Okay, das halt auch nicht leider. Clash Games geht, wie gesagt, leider nicht mehr. Erik, versuchen wir mal als nächstes, Leute. So. Und wir haben leider nichts gezogen mit diesem Code. Ja. Tatsächlich gehen uns langsam die Gems aus, aber nicht die Creator Codes. Davon gibt es nämlich noch einige. CWC zum Beispiel, womit wir aber auch nichts gezogen haben. Und deswegen müssen wir nochmal gucken. Clash D-Cast soll das auch funktionieren eigentlich. Ja, Clash D-Cast funktioniert tatsächlich auch. 5 verbleibende haben wir aber auch nur. Clash of Stats. Wahrscheinlich sind das auch Statistiken von Clash of Clans oder so, würde ich vermuten. Die haben scheinbar auch ihren eigenen Creator Code. Und Neri ist auf jeden Fall der nächste Code. Und mal schauen, was es haben wird. Aber nee, nichts tatsächlich. Wir haben jetzt nur noch eine einzige Megabox. Danach müssen wir wieder Gems aufladen. So, Clash Champs, Leute, ist als nächstes dran. Clash Champs. Und dann bin ich mal gespannt. In der letzten Megabox, was wir haben, 5 verbleibende. So, Freunde, wir müssen wieder Gems aufladen. So, Leute, der nächste Creator Code ist Bash. Wir geben ihn einfach mal ein. Es gibt ja so unfassbar viele. 6 verbleibende. Oh, und wir ziehen Lou. Okay. Leider wieder nicht einen legendären, Freunde. Aber was soll man machen? Wir haben nach Code Bash Chief Avalon. Grüße an ihn auf jeden Fall. Er kommt aus der Schweiz, Leute. Ist auf jeden Fall ein Ehrenmann. Und ja, ich würde sagen, wir öffnen mal eine Box. Und wir haben 5 verbleibende. Naja, schade auf jeden Fall an der Stelle. Aber wir machen weiter mit Pat, ne? So, mit Code Pad und wir haben leider nichts mit Code Pad gezogen, Leute. Okay, der Carbon Finn und wir schauen einfach mal. Na, leider auch nichts gezogen mit dem Creator Code.
Captain Ben ist der nächste. So, wird er geschrieben. Captain Ben. So, ich weiß nicht, warum er es nicht ausgeschrieben hat, einfach Captain, aber CPTN auf jeden Fall als Abkürzung scheinbar. So, und wir haben als nächstes nochmal den Code Boof. Okay, Code Boof. Und wir haben damit aber nichts gezogen. Alter, Junge, wir müssen so langsam mal wirklich hier einen legendären ziehen. Ich bin mal gespannt. Bruno Clash ist der nächste. Übrigens, wir können nochmal schauen, wie unsere Stats sind. 0,07, also ist möglich, aber unwahrscheinlich natürlich, muss man sagen. So, testen wir als nächstes, würde ich sagen, den Kollegen Brocast. Oh, ihn hatte ich vergessen am Anfang. Oh mein Gott, sorry an dich, Brocast. Stimmt, ihn habe ich vergessen. 6 verbleibende. Oh, und wir ziehen die Moody mit Code Brocast. Genau, er ist natürlich auch ein deutscher Creator. Den hätte ich am Anfang unbedingt noch eingeben müssen, aber egal. Wir machen als nächstes Brad und testen mal, wie der Creator-Code von Brad Pitt funktioniert. Nee, Spaß, ist natürlich nicht Brad Pitt, sondern es ist B-Red gewesen. Und wir machen als nächstes B-Zact. Okay. Auch interessanter Code. Aber funktioniert tatsächlich nicht, ne? Also zumindest jetzt bei uns. Kein Luck gegeben, meine ich natürlich. Natürlich funktioniert er. So, Code BT1. Den kennen, glaube ich, auch viele von Bentim1. Also er macht auch sehr nice Videos, muss ich sagen. Kenne ich natürlich auch seine Videos. Und ja, haben wir aber leider nichts gezogen. Der nächste Code ist Code Beak. Oh. Let's go und wir testen einfach mal das Ganze aus. So, aber haben wir leider nichts drin gezogen. So, Bankscode sollte der nächste sein. Der funktioniert, ja, aber auch hier haben wir nichts gezogen, Freunde. Sehr, sehr traurig. Und der nächste ist Axael. Ja, wir kommen so langsam hier schon zu den A-Buchstaben. Ihr merkt es, Leute. Axael auf jeden Fall. Und wir haben aber leider auch nichts mit seinem Creator-Code gezogen. Code Aurum ist der nächste. Serce Svanje Aurum. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, nee. Sem Privet, Sva Aurum. Ich glaube, so spricht er es immer aus. Auf jeden Fall, ja, natürlich Ehrenmann, ne? Aurum TV wirklich Ehrenmann. Er hat 5 Millionen Abonnenten auch. Sehr, sehr krass. Macht aber Brawl Stars Content auf Russisch. So, dann Aurel, so, Aurel COC. So, und dann schauen wir einfach mal. Haben wir aber leider auch nichts gezogen. Art Sheen ist der nächste. Und ja, funktioniert auf jeden Fall der Code. Aber auch nichts. Hä? Junge, wir ziehen gar nichts seit 30.000 Boxen, Mann. So, Code Hashtags. So, der nächste Creator-Code, Leute. Let's go. Und. Ja! Freunde, da ist auf jeden Fall einfach mal Amber. Let's go. Oh mein Gott, mit Code Hashtags haben wir es geschafft. GG, also Hashtags, muss ich auf jeden Fall sagen, ist damit tatsächlich der Gewinner im heutigen Video. Mit seinem Creator Code haben wir es geschafft, Freunde, Amber zu ziehen. Extrem geil, wirklich. Das, ja, freut mich, dass wir es geschafft haben. oh Mann, hat auf jeden Fall ein bisschen gedauert. HBS, nochmal der nächste. Ich mache nochmal ein paar durch, Leute, damit wir natürlich auch aus Fairness alle, ja, auch eingegeben haben. Es sind eh nicht mehr viele. Zum Beispiel der nächste wäre Code CWA und dann testen wir das Ganze auch nochmal. Aber auch hier mit diesem Creator-Code, oh, haben wir nichts gezogen, Freunde. Ja, noch ein paar haben wir auf jeden Fall. Zum Beispiel noch Artube. So, das gibt ja so viele Creator-Codes. Ich finde es echt sehr, sehr krass. Und wir haben aber nichts mit diesem Code gezogen. Ja, ist jetzt auch schwierig nach Ember natürlich. Wir haben nochmal, ja, Code Arc, ne, natürlich auch nochmal. So, okay, Freunde. Und ich würde sagen, dann testen wir das Ganze nochmal kurz aus mit Code Z-Mode. Oh, ich habe was ganz anderes eingegeben, perfekt. So, tatsächlich, let's go. Und wir haben aber leider nichts gezogen. Sehr, sehr traurig. Genau, im Prinzip, Leute, gibt es jetzt noch, ja, noch so 5, 6, 7 Stück gibt es tatsächlich noch. Anikilo sollte der nächste sein. Und 5 verbleibende, leider auch nichts gezogen. Der nächste Code ist tatsächlich Code Amy. Und mit Code Amy haben wir noch 6 verbleibende. Oh mein Gott, lol. Einfach nochmal Colonel Rusty gezogen. Krank. Richtig geil. Auch Code Amy natürlich hier sehr, sehr lucky gewesen. Sehr, sehr geil. Genau, ich glaube, wir müssen mal wieder kurz Gems aufladen. So, Freunde, nochmal ein paar Gems aufgeladen, denn wir haben noch Code Alvaro natürlich.
Ne, Alvaro 845 natürlich. So, und dort testen wir auch nochmal natürlich die Megabox, aber wir haben nichts gezogen mit Code Alvaro. Und jetzt haben wir noch Code Adam und dann gibt es noch ein paar neue, die dazugekommen sind. So, also Code Adam auf jeden Fall, haben wir nichts gezogen. So, und jetzt gibt es noch einige, die eben neu dazugekommen sind, zum Beispiel Crying Man, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, Crying Man ist nämlich noch dazugekommen, ihn hatten wir auch noch nicht. Und wir ziehen nochmal Edgar, let's go, mit Code Crying Man. Sehr nice. Und ja, dann erinnere ich mich noch tatsächlich an Code Span. Genau, Code Span tun wir auch nochmal testen. Aber hier haben wir nichts gezogen mit Code Span. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, dass noch Tom jetzt funktioniert. Ja, nämlich Tom funktioniert auch noch. Und da testen wir jetzt nochmal hier mit einer Megabox das Ganze aus. Und genau, ich glaube, das waren aber tatsächlich so alle Creator Codes, die es wirklich gibt insgesamt. Falls ich irgendeinen vergessen habe, schreibt es zur Hilfe rein, Leute. Lasst doch mal ein Like da. Wir sehen uns und damit. Ciao, ciao.